Herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen Rätsel aus der Geisterwelt. Wir haben uns beim letzten Mal festgestellt, dass wir Besuch haben, und zwar steht hier Wer ist ein der Mann neben Mrs. Jonas? genau Ein Kunde? eben Ist er das. wegen uns hier? Na, anscheinend. Also, Tante Mathilde hat gesagt, es ist Besuch für uns, aber wir wissen nicht so recht, wer das sein könnte. Kann ich jetzt auch nochmal näher hinzoomen oder sowas? Weil Justus hat gesagt, er möchte sich irgendwie darauf vorbereiten. Aber ja, war das seine Vorbereitung? Soll wir das hier nochmal scharf schalten? Nee. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht hat ihm das ja schon gereicht. Wartet, Kollegen. Ich will noch die Alarmanlage einschalten. Gute Idee. Ja, dann mach doch. Umdrehen. Na komm. So, okay, jetzt machen wir nochmal. Ach, hätten wir dafür gar nicht reingehen brauchen? Ist das so? Wie macht er das denn dann aus der Ferne? Okay. Wartet, Kollegen. Ich will noch die Alarmanlage einschalten. Ich hoffe, Blacky gewöhnt sich bald an das Sicherheitssystem. Oh, guck mal da, ein Vogel. Wie süß. Okay, alles klar, dann. Gehen wir mal Richtung Tante Mathilda, oder? Ah, ich muss wieder so ein bisschen rausfinden, wo ich denn hinklicken muss, um mich umzudrehen. Das ist immer noch nicht so ganz einfach. Ein Tresor. Das ist Titus Jonas, der Onkel von Justus. Hallo Justus. Sieh mal, was ich für dich habe. Und Ein Inhaber Tresor? dieses Genau Schrottplatzes. so ein Modell wollte ich schon immer haben. Ja, Stopp, tatsächlich. stopp. Ihr müsst mir erst einen Gefallen tun. Ein Kunde wünscht stabile Kisten, die sogar einen Elefanten tragen würden. Ach herrje. Entschuldige, Onkel Titus. Wir haben gar nicht an deinen schlimmen Rücken gedacht. Wir halten nach geeigneten Kisten Ausschau. Okay. Ich will aber jetzt schon gern wissen, wer jetzt da zu Besuch ist. Aber währenddessen können wir ein bisschen Kisten einsammeln, oder? Ist ja kein Problem für uns. Da ist noch eine hier. Aber wer ist jetzt der Besuch? Komm, lass mal rübergucken. Ich weiß nicht, was Mr. Gallagher bezweckt hat. Fragen Sie meinen Neffen. Er und seine Freunde haben ein Händchen für Rätsel. Aha. Wer ist das denn? Jungs, ich möchte euch Mr. Eason Weil vorstellen. Er hat mir versichert, dass er kein Reporter ist, aber eine sonderbare Sache untersucht. Nennt mich Ethan. Wer von euch ist nun wer? Also, ich bin Peggy. Nun zeigt ihm schon eure Karte, Jungs. Okay. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Ich bin Justus, der erste Detektiv. Das ist Peter, unser zweiter, und Bob, Recherchen und Archiv. Dann steht das weiße Fragezeichen für dich, Justus. Das rote für Peter und das blaue für Bob? Ja. Nein, bei den letzten beiden verhält es sich umgekehrt. Echt? Das wissen nur unsere engsten Fans. Oh, verdammt. Das erinnert mich an meine Kindheit im Waisenhaus. Wir hatten so etwas wie einen Rätselclub. Seht mal. Da am Lagerfeuer. Das bin ich mit Chip Delaney und Natalie Boyd. Keine Ahnung, was aus den beiden geworden ist. Unser Betreuer war Nolan Gallagher. Dieses Foto hat er mir letzte Woche geschickt. Auf der Rückseite steht etwas. Eine Aufforderung von Onkel Titus, die Nummer 57 zu ersteigern. Ich habe den alten Gallagher nicht erkannt. Und nun ist er... Entschuldigt. Mysteriös, mysteriös. Peinlich, dass ich das jetzt nicht wusste mit den Fragen. Ah, naja, egal. Ja, jetzt weiß ich nicht, will er noch mit uns reden, Geht oder? Geht es wieder? Worum handelte es sich bei Gegenstand Nummer 57? Ihr nehmt den Fall an? Ich habe den Gegenstand tatsächlich ersteigert. Ein Traumfänger. Aber was soll ich mit einem billigen Traumfänger anfangen? Er sieht jetzt nicht so billig aus. Der hat vielleicht schon was für sich. Gallagher gab uns immer Rätsel zu knacken. Er liebte es, wenn wir uns den Kopf zerbrachen. Ich glaube, in diesem Punkt hat er sich nicht geändert. Gallagher gab uns immer Rätsel zu knacken. Okay, er das hier es, wenn ist wir er. Uns den Kopf zerbrachen. Ich glaube, in diesem Punkt hat er sich nicht geändert. Ja. Okay.
Können wir den vielleicht irgendwo aufhängen und ihn uns ein bisschen genauer angucken? Tja, aber... Also es ist jetzt quasi unser Auftrag. Ich muss aber erst noch für Onkel Titus... Holla! Wer ist denn das? Jetzt verstehe ich, warum Mrs. Jonas Vorbehalte hat. Ah, hallo, wer sind Sie denn? Puh, oh, ganz schön anstrengend. Aber wenn Mr. Jonas neue Regalbretter wünscht, dann kriegt er sie auch. Ich hoffe nur, Mrs. Jonas hat etwas Nachsehen. Wer bist du? Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden. Ganz großes Kino. Aber bis dahin muss ich sehen, wie ich meine Miete finanziere. Und wer bist du? Wenn ihr weiter nichts von mir wollt, dann, tja, arbeite ich weiter. Wer bist du denn? Seit wann hat denn Titus eine Gehilfin? So eine junge, gut aussehende? Wenn ihr weiter nichts von mir wollt, dann, tja, arbeite ich weiter. Okay. Ja, interessant. Das, werden wir wohl ab und zu mal in die Werkstatt gucken. Oh, guck mal, Tante Mathilda hat sich hier versteckt. Hallo. Na? Das waren noch Zeiten, als Kenneth und Patrick bei uns gearbeitet haben. Ja, Patrick, ja. Ich glaube kaum, dass Titus Aushilfe den irischen Brüdern das Wasser reichen kann. Das stimmt, ja. Die waren immer klasse, also die beiden führenden Mitarbeiter. Aber wer ist sie denn? Das waren noch Zeiten. Ah, okay. Ja, gut. Alles klar, Mathilda. Okay. Wir brauchen noch tatsächlich Kisten, 3 an der Zahl, die wir hier für Onkel Titus besorgen sollen, müssen, tun dürfen, damit er uns den Tresor überlässt. Die Frage ist nur, wo könnten die jetzt sein? Wir haben ja schon so ein paar hier gesehen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Raum, in dem ich noch nicht war. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht haben sie ja im Gegensatz zum letzten Spiel nochmal einen zusätzlichen Raum eingefügt. Gallagher gab uns immer Rätsel zu... Nee, okay, da hinten ist noch eine. Und da ist auch noch eine. Eine noch. Eine Kiste noch. Wo könnte die nur sein? Da müssen wir jetzt nochmal genau die Augen spitzen. Ja? Wir spitzen die Augen. Hier vielleicht noch. Hat man die vielleicht von hier aus gesehen, da hinten irgendwo? Na, ja, wer ist sie denn? Wenn ihr weiter nichts von mir wollt, dann, tja, arbeite ich weiter. Ah, sie will es uns nicht sagen. Das ist auf jeden Fall eine neue Aushilfe, Assistentin, wie auch immer. Das hier sah so aus wie so eine gute Kiste. Aber okay. So, wo könnte denn hier noch eine sein? Eine stabile Kiste, so wie Sie es gerade schon mal gesehen haben. Nö. Dahinter komme ich ja jetzt nicht, oder? Komme ich da doch hin? Wenn wir in die Zentrale wollen, muss ich erst das Sicherheitssystem abschalten. Nö. Lass mal stecken. Aber ich brauche noch eine Kiste. Eine Kiste noch. Das ist immer so, das eine Letzte, das man noch sucht, ne? Das zieht sich immer so ein bisschen. Wenn wir in die Zentrale wollen, muss ich erst das Sicherheitssystem abschalten. Ich glaube nicht, dass wir in der Zentrale so eine Kiste hatten. Also, ich denke mal scharf nach, aber ich glaube nicht. Ist das nicht ein Prachtstück von Tresor? Er wird sich gut bei uns machen. Vorausgesetzt, wir helfen Onkel Titus mit den Kisten. Ja, ich bin ja dran. Ich bin ja dran, lieber Justus. Da! Aha. Okay, Titus, guck mal. Ach. Mein Rücken macht Probleme. Ach, wo ist die Zeit hin, als ich noch beim Zirkus war? Ja, Zirkus kannst du jetzt hier auch haben. Ja, mein Rücken dankt euch. Meins. Oh, Mann, ist der schwer. Er ist ein Safe. Wo soll er denn hin, Justus? Wir stellen ihn in der Dunkelkammer ab. Ja, okay, alles klar. Gut. Dann mal Rinder. Nee, Moment. So. Und dann ab nach hier, nach innen. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Die Zentrale ist noch nicht gesichert. Hä?
Ich will einfach rein. Wieso komme ich hier nicht in die Zentrale, bitte? Die Zentrale ist noch nicht gesichert. Okay, dann gehen wir halt so rum rein. Hervorragend. Ja. Ich will euch gar nicht weiter belasten. Um die Kombination kümmere ich mich ein andermal. Na gut. Chefsache. Verstehe. Genau das. Okay, schön. Ja, und was ist mit dem Traumfänger? Können wir den vielleicht hier irgendwie an den Haken aufhängen? Oder so? Oder vielleicht auch nicht? Sollen wir mal im Internet gucken? Oder Jelena mal zurückrufen? Nein, ich werde Jelena nicht anrufen. Komm schon, früher oder später. Jelena ist cool, Mann. Mann, Justus. Ich würde halt jetzt gern irgendwas über den Traumfänger herausfinden, würde ich mal sagen. Aber wie soll ich das sonst machen? Wenn nicht so. In der Freiluftwerkstatt wird gearbeitet. Ah, er wollte immer noch das Ding hier absichern, aber ich bin doch fertig mit meinem... Um den Tresor braucht ihr euch nicht zu kümmern. Okay, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Was hat er denn jetzt? Das hier ist scharf. Was will er noch machen jetzt? Nein. Nee, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ah ja, in der Freiluftwerkstatt arbeitet eine junge Dame. Hoffentlich entdeckt sie keines unserer Geheimnisse dort. Aha. Gut. Verfolgen wir eine andere Spur. Die Waisenkinder Natalie und Chip. Ja, okay, aber... Woher soll ich die jetzt... Ich hätte es jetzt gegoogelt. Also, ganz ehrlich. Weil ich glaube nicht, dass wir hier irgend so ein Waisenkinder-Übersichtsbuch darüber haben. Oder wir fragen ihn nochmal, aber... Vielleicht können sie ja nochmal probieren. Aber vielleicht weiß auch unser Onkel Titus da irgendwas drüber. Ja, und? Wieso kann ich nicht laufen? Da. Mein Rücken macht Probleme. Ach, wo ist die Zeit hin, als ich noch beim Zirkus war? Okay. Tante Mathilde? Ach, das waren noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Was mit ihm jetzt? Gallagher gab uns immer Rätsel zu knacken. Er liebte es, wenn wir uns den Kopf zerbrachen. Ich glaube, in diesem Punkt hat er sich nicht geändert. Gallagher gab uns immer Rätsel zu. Ja, ich habe das schon verstanden. Aber wenn ich mich jetzt irgendwie kümmern soll um diese Verschwundenen, hätte ich halt gern dieses Foto. Aber ich meine, die Namen habe ich ja. Aber wer könnte mir jetzt da weiterhelfen? Ach, das waren noch Zeiten, als... Achso, er vielleicht tatsächlich. Recht, Ethan. Der Traumfänger ist nur Plunder. Vielleicht haben die anderen Waisenkinder die gleiche Aufforderung erhalten. Dann hätten sie mitgeboten. Ja, das... Dessen war ich mir nicht bewusst. Nehmt das Foto. Vielleicht hilft es euch dabei, mir zu helfen. Dankeschön. Okay. Vielleicht hilft uns das Foto dabei. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal hier jemandem zeigen sollten. Eher nicht. Ach, das waren noch Zeiten, als... Okay. Dann gehen wir mal rein, oder? Ich schlage vor, wir scannen Ethans Foto ein. Am Rechner sehen wir mehr. Ah, okay. Aber was nützen uns die Gesichter von Kindern? Wir sahen als Kids doch auch anders aus. Anders, aber ähnlich. Vielleicht dient das Foto als Grundlage. Dass das irgendwas mit den drei Jungs zu tun hat? Aber ich bin sehr gespannt, was das hier...
Was uns das Foto hier aufzeigt nach dem Scan und was das dann mit den drei Jungs zu tun haben soll. Komisch.